Ein Stern am Filmhimmel erlischt, Maggie Smith verlässt uns. Die Nachricht vom Tod von Dame Maggie Smith hat die Welt des Films und Theaters erschüttert. Eine Ikone ist von uns gegangen, eine Schauspielerin, die mit ihrer Präsenz, ihrem Witz und ihrer unvergleichlichen Ausstrahlung Generationen von Zuschauern begeisterte. Maggie Smith, geboren 1934 in Ilford bei London, war weit mehr als nur eine Darstellerin. Sie war eine Institution, eine Legende, die mit ihrer unverwechselbaren Stimme und ihrem scharfen Blick den Charakteren, die sie verkörperte, Leben einhauchte. Ihr Tod hinterlässt eine Lücke, die kaum zu schließen sein wird. Vom Theater zur Leinwand. Smiths Karriere begann auf der Theaterbühne, wo sie schon früh ihr Talent unter Beweis stellte. Ihre Rolle als Celia in Shakespeares Wie es euch gefällt machte sie über Nacht zum Star. Doch es waren ihre Auftritte in Filmen wie Othello, Die Prime of Miss Jean Brodie und Calendar Girls, die sie einem internationalen Publikum bekannt machten. Für ihre Rolle in Die Prime of Miss Jean Brodie wurde sie 1969 mit dem Oscar als beste Hauptdarstellerin ausgezeichnet. Harry Potter und Downton Abbey, Ikonenrollen für die Ewigkeit. Unvergessen bleiben ihre Auftritte in der Harry Potter-Reihe als strenge, aber gerechte Professor McGonagall. Mit ihrem trockenen Humor und ihrer Autorität wurde sie zu einer der beliebtesten Figuren der Saga. Auch in der historischen TV-Serie Downton Abbey brillierte sie als aristokratische Dowager Countess of Grantham, deren bissige Kommentare und sarkastische Bemerkungen die Zuschauer immer wieder zum Lachen brachten. Eine Frau mit vielen Facetten. Doch Maggie Smith war mehr als nur eine Charakterdarstellerin. Sie meisterte mit Leichtigkeit auch komödiantische Rollen und zeigte ihr Talent für Improvisation. Ihre Auftritte in Filmen wie Sister Act, Eine himmlische Karriere oder Gosford Park unterstrichen ihre Vielseitigkeit. Eine verdiente Ehrung. Für ihre herausragenden Leistungen wurde Maggie Smith mehrfach ausgezeichnet. Neben dem Oscar erhielt sie zahlreiche weitere Preise, darunter 4 Golden Globes und einen BAFTA Award. 1990 wurde sie von Königin Elisabeth II. Zur Dame Commander of the Order of the British Empire geschlagen. Ein Verlust für die gesamte Filmwelt. Der Tod von Maggie Smith ist ein großer Verlust für die gesamte Filmwelt. Ihre Filme werden uns noch lange in Erinnerung bleiben und uns immer wieder aufs Neue begeistern. Sie war eine Inspiration für viele junge Schauspieler und wird uns als eine der größten Schauspielerinnen ihrer Generation in Erinnerung bleiben. Abschied von einer Legende. Wir verabschieden uns von einer Frau, die mit ihrem Talent und ihrer Persönlichkeit Millionen von Menschen berührt hat. Maggie Smith wird uns fehlen, aber ihr Werk wird weiterleben. Möge sie in Frieden ruhen.